herzlich willkommen zum Thema Bonsai. Wir haben hier eine Spielerei, den Elefanten, wo wir damals einen Baum drauf gesetzt haben, um zu gucken, ob man auf Skulpturen die Wurzeln auch in eine bestimmte Richtung bringen kann und das Ganze zum Wachsen bringen kann. Das hat funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir weiter voran? Wie gesagt, das Ganze ist eine Spielerei. Ich sitze hier schon seit einer Stunde, drehe das Ding hier im Kreis herum wie eine Bumm und weiß nicht so recht, was soll ich daraus machen. Denn die Aststruktur ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, da können wir was Schönes daraus machen, sondern das gefällt mir ganz und gar nicht. Die sind viel zu lange Triebe, die passen irgendwie nicht zur Größe von einem Elefanten. Und ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einen Radikalschnitt zu machen. Ihr dürft dabei sein. Allerdings wird er anschließend nicht mehr so schick aussehen. Aber das ist egal, denn wir wollen ja gucken, dass wir diese Spielerei trotzdem weiter voranbringen. Damit das Ganze vielleicht mal irgendwann wirklich sehr interessant aussieht. Wobei es ja, wie gesagt, hier erstmal um die Wurzeln ging, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Das funktioniert. Und jetzt, wie gesagt, schauen wir mal, was wir mit dem Kandidaten machen. Und dazu hole ich euch jetzt mal ein bisschen näher ran. Und dann werden wir tatsächlich eine radikale Maßnahme vornehmen. So sieht der Kopf jetzt aus von dem Ganzen. Wir haben jetzt einige dicke Äste hier. Hier ist jetzt einer zum Beispiel, den werden wir entfernen. Der hat hier einen viel zu langen Ast, das sieht überhaupt nicht aus. Und das Ganze ist auch hier viel zu dicht. Und hier haben wir einen auf der anderen Seite, der ist auch recht dick hier. Und der ist nur nach hier ausgetrieben und auf die andere Seite nicht. Das ist auch abgestorben, das Stück. Und die beiden, die werden wir jetzt erstmal komplett abnehmen. Allerdings werde ich das gleich nochmal nachschneiden müssen. Number one. Komm, ich drehe den Kandidaten jetzt erstmal. Ja, ich denke, so kann man das gut sehen. Ich gucke, ob ich das auch gut schneiden kann von hier. Ja, das müsste eigentlich klappen. Zack, number two. So, jetzt haben wir noch zwei. Ich wollte vorhin eigentlich noch einen von wegnehmen, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Also lasse ich das erstmal, denn abschneiden können wir später immer nochmal. Also wie gesagt, ich schneide jetzt eben die Schnittflächen nochmal nach, damit das Ganze besser verheilen kann. Und dazu brauchen wir natürlich ein scharfes Messer. Jetzt haben wir die. Hoffentlich schneide ich nämlich die Ohren ab. Hey. Ich denke mal nicht. So. Ziehen, ziehen, schneiden. Ja. Gucken, ob das ausreicht. Ja, ein bisschen kann noch weg. Ein bisschen kann noch weg. That's ready. Ja, jetzt sieht das Ganze so aus, also schon etwas bedeutend, sag ich mal, luftiger, also nicht mehr ganz so chaotisch. Jetzt ist die Frage, schneiden wir noch einen Ast ab von den beiden oder nicht? Erstmal würde ich sagen, nicht. So, jetzt haben wir hier eine Geschichte, das Ganze geht weit nach außen. Kriegt man das hier eigentlich mit? Ja, vom Baum, also vom Baum, vom Elefanten geht das alles weg nach außen. Und hier sind auch zwei lange gerade Triebe, wenn man das so erkennen kann. Ich hole es gleich noch ein bisschen näher dran. Den werden wir abschneiden und hier geht dann noch einer raus. Den schneiden wir auch ab und dann haben wir voraussichtlich, wenn ich das jetzt so abschätzen kann, 1, 2, 3 Äste noch drin, dran. Ich denke mal, das sollte dann ausreichend sein erstmal. Also schauen wir das Ganze jetzt noch ein bisschen näher an und schneiden die drei Ästchen eben ab. Ja, das ist eine aufregende Sache, weil, wie gesagt, man weiß vorher nie genau. Man kann da wirklich stundenlang bei vorsitzen und kommt ständig auf neue Ideen, was man machen könnte. Also, wie gesagt, dieser Ast, der entwickelt sich vom Elefanten weg, also vom Kopf weg. Den werden wir jetzt komplett abschneiden. Der ist mir auch, ehrlich gesagt, viel zu lang. So, that's ready. Und jetzt haben wir noch einen, diesen hier. Auch der bewegt sich vom Kopf hier weg nach außen. Auch den werden wir abschneiden. Muss ich allerdings mal gucken, weil der ist von innen, wenn ich da dran komme. Das ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Gegenlicht. Ein bisschen schwierig mit dem Gegenlicht. Ja. That's ready. Jetzt sieht das Ganze schon mal wieder ein bisschen anders aus.
Ja, so sieht der Kandidat jetzt aus. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Der eine hier, der geht noch weit nach außen. Das Ganze müssen wir noch ein bisschen reduzieren. Ein bisschen ist immer ganz lustig bei mir. Ich finde diesen Ast hier sehr schön, aber den alleine zu behalten, natürlich Quatsch, weil dann geht das Ganze viel zu einseitig. Und ja, also ich bin eigentlich mit der kompletten Struktur von unten gar nicht so zufrieden. Wobei, wie gesagt, dieser hier sieht wirklich sehr interessant aus. Aber der alleine tut es dann auch nicht. So, was werden wir jetzt machen? Was denkt ihr denn wohl, was ich jetzt mache? Hm? Ne? Die meisten kennen mich ja. Ja, ich würde sagen, wir schneiden noch ein bisschen, damit wir also das Ganze von unten neu aufbauen. So, jetzt haben wir den einen weg, der hier in die Richtung ging. Jetzt haben wir noch zwei nach oben stehen. Wie gesagt, den einen finde ich sehr interessant, aber der alleine bringt es dann auch nicht jetzt. Ja. Let's go. Do it. Warum macht er das? Warum macht der Detlef sowas? Meine Güte, jetzt haben wir ein Bäumchen noch in der Mitte stehen. Sieht ganz lustig aus. Aber auch der ist natürlich viel zu hoch für den Elefanten. Und auch im unteren Teil jetzt viel zu gerade. Also wenn wir was machen, wir werden auch den noch einkürzen. Tada! Ja, schon verrückt, was Bonsai so alles geht. Ja, ich zeige das Ganze jetzt nochmal in Nachaufnahme und dann gucken wir uns gleich vielleicht noch was anderes an. Tadam, tam, 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 tam. Das war jetzt im Prinzip eine Erstgestaltung der Krone. Wie man sieht, manchmal muss man tatsächlich radikal vorgehen, um später mal ja, ein Ergebnis erzielen zu können, ein vernünftiges Ergebnis vor allen Dingen. Ich meine, wir hätten die Krone auch behalten können, mal ein bisschen rumschnippeln können, hätte vielleicht so schön ausgesehen für den einen oder anderen. Aber tatsächlich müssen wir, nachdem wir jetzt die Wurzeln hier tatsächlich dazu gebracht haben, an dem Elefanten zu wachsen, werden wir jetzt dann, wie gesagt, die Krone aufbauen. Und manchmal ist es besser, wenn man wirklich einen radikalen Schnitt macht, denn ansonsten dauert das viel zu lange alles und wir können jetzt hier eine Rückknospung, wir haben jetzt im Prinzip hier eine Rückknospung erzielt. Dadurch, dass der Rückschnitt so stark ist, werden hier überall neue Triebe austreiben und die Pflanze dann dementsprechend auch wieder kräftig wachsen. Allerdings müssen wir dann gezielt schon mal pinzieren, sobald das Ganze am Austreiben ist, damit uns das Ganze nicht wieder ausufert. Ja, ich denke mal, der kann sich jetzt schon mal ein bisschen sehen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir den ersten Teil damals gemacht haben. Aber ich verlinke euch die Filme zu diesem Elefanten, wie wir ihn auch vorbereitet haben damals, mit unten in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr euch das, wenn ihr Interesse habt, mal ansehen. Dann wisst ihr auch, wie die ganze Geschichte sich von Anfang an bis jetzt entwickelt hat. La, 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 la. Jetzt zeigt der Detlef euch einen Berg. Ja, warum ich den eigentlich zeige, ist wegen der Erdbeere hier. Die haben wir damals eingepflanzt. Hier ist so ein kleiner Stein mit einer Einhüllung und dort habe ich den reingesetzt und er hat tatsächlich geblüht und hier sind zwei kleine Früchtchen dran, das wollte ich mal gezeigt haben, weil ich mich gestern mit jemandem in Kommentaren unterhalten habe über Ananas-Erdbeeren und irgendwie kam er dann auch auf Bonsai, weil er da auch ein paar Filme von gesehen hat und er wollte wissen, ob man da Bonsai draus machen kann aus einer Erdbeere, natürlich nicht, aber man kann sie als Unterpflanzung unter größeren Bonsai natürlich drunter setzen, das ist auch interessant, das lockert die ganze Sache ein bisschen auf und ist ja nicht so langweilig. Ja, diesen Kandidaten hätten wir längst umtopfen müssen. Ich habe es nicht geschafft, warum auch immer. Mittlerweile ist der handbreit hoch. Also wir haben jetzt einen richtig schönen Berg. Das ist auch nicht verkehrt, sage ich jetzt mal so. Also ich finde das ganz schick. Ein Problem gibt es hierbei, wenn wir den jetzt umtopfen und die Oberfläche hier abkratzen, dann ist die Oberfläche nackig und sich da Moos entwickelt. Das dauert eine geraume Zeit wieder und dann liegen auch die ganzen Wurzeln nackig. Wir können hier aber kein Substrat auflegen, weil das ja wieder runterrieseln würde. Von daher gehe ich davon aus, wenn wir den umtopfen, belassen wir die Oberfläche so, wie sie ist und werden nur den unteren Bereich dann schneiden und das Ganze so wieder einpflanzen, gegebenenfalls in eine etwas größere Schale. Aber auf jeden Fall können wir hier oben nichts auflegen, das rieselt alles runter und wie gesagt, bis sich da wieder was Grünes drauf entwickelt, würde unheimlich lange dauern. Also gehe ich davon aus, dass wir das so belassen und den dann halt so komplett umtopfen später. Aber das zeige ich euch dann bei gegebener Zeit. Ach so, jetzt wollte ich natürlich wissen, wie der Baum aussieht, ne? Okay. Da ist das Bäumchen. Ein Buchsbaum. Buxus sempervirens arborescens. Hier ist die Erdbeere.
Jetzt habe ich vorhin ganz vergessen, hier wachsen noch andere Sachen wild drin. Wie hier zum Beispiel sind zwei Weiden, hier hinter der Baum ist eine Birke und hier bei der Erdbeere ist eine Erle. Die dürfen hier drin sein, dürfen aber nicht wachsen. Das heißt also, ich werde immer wieder mal mit dem Fingernagel einfach die ganze Geschichte einkürzen, damit die also wirklich klein, klitzeklitzeklein bleiben. Also die dürfen hier drin sein, aber wachsen dürfen sie nicht. Und dann schadet das dem Baum auch nicht. Und das Ganze wird ein bisschen aufgelockert hier unten, dass das also nicht ein platter Teller ist, sondern das Ganze ein bisschen Struktur reinbringt. Aber wie gesagt, etablieren dürfen sie sich natürlich nicht hier in dem Topf, beziehungsweise in der Schale. Ja, geschnitten habe ich den vor kurzem, habe ich nicht gezeigt, stand über mein Haupt. Aber manchmal brauche ich auch einfach Ruhe und möchte etwas in Ruhe schneiden, ohne daneben zu sitzen und zu quatschen. Von daher mache ich das manchmal auch einfach so. Ich denke, da seid ihr mir nicht böse drum. Ja, wie gesagt, also ich finde das sehr interessant, diesen grünen Teller hier. Aber wie bekommt man das zustande, so einen grünen Teller? Der Baum, der steht nicht ganz absonnig, also er hat von morgens bis mittags Sonne. Wird natürlich regelmäßig gegossen, damit die Oberfläche hier richtig schön feucht bleibt. Und die gieße ich auch zweimal, dreimal am Tag jetzt, wenn es warm ist. Und lieber mehr als weniger. Manchmal gieße ich auch zweimal hintereinander. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, es könnte sein, dass es etwas zu trocken ist, dann gieße ich einmal, warte ein paar Minuten, gehe dann nochmal hin mit der Gießkanne und brauche es dann nochmal drüber, damit auch das Ganze richtig schön nass ist. Und da der sehr hoch im Topf steht, bekommt der auch ausreichend Sauerstoff in die Wurzeln rein. Und da ist das bei diesem Kandidaten auch nicht das Problem. Zum Düngen, ja, feste Dünger hier auflegen ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, dann verliert man einige Stellen, die werden dann braun und von daher gieße ich den mit Flüssigdünger. Das hat sich bewährt jetzt und ja, von daher bleibt die Oberfläche dann auch grün und vor allem, wenn wir Flüssigdünger gießen, übers Gießwasser, dann bekommt natürlich auch hier dieser grüne Teppich Nährstoffe und wächst dann natürlich dementsprechend noch gleichmäßig kompakt und ja, das denke ich mal, sieht richtig schick aus, wenn das unten richtig grün ist. Und wie gesagt, das Ganze jetzt auseinanderreißen, man sieht dann die ganzen feinen Wurzeln, denn Buchsbaum macht sehr viele feine Wurzeln und das müsste man wieder abdecken und das wird ein bisschen schwierig mit der Umtopfaktion. Von daher denke ich, lasse ich das wirklich so, werde im unteren Bereich was wegschneiden von den Wurzeln und topfe den dann so wieder ein, damit das Grün uns hier erhalten bleibt. Es kann natürlich passieren, wenn es im Sommer mal richtig heiß wird, das gibt es ja auch, dass wir mal so 30 Grad haben oder so, dann kann es durchaus sein, dass dieser grüne Teppich braun wird, ist aber nicht tragisch, denn sobald es kühler wird und wieder feuchter wird, dann ergrünt er wieder. Also da muss man dann nicht traurig sein, wenn das mal braun wird. Passiert bei mir auch, also der ist auch nicht ständig das ganze Jahr über grün, sondern es gibt gewisse Zeiten, da ist das schön grün und gewisse Zeiten, da ist es eben nicht schön grün. Aber das sind halt klimatische Bedingungen, die das Ganze so aktivieren. Ja, ich würde sagen, es reicht auch für heute. Ich habe wieder viel zu viel gequatscht. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und ihr seid nicht ganz so traurig, dass ich den Elefanten so radikal rasiert habe, beziehungsweise die Fossils hier. Ja, und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und viel Spaß mit euren Bonsai. Bis dann. Ciao, ciao.